So, herzlich willkommen, liebe Mitglieder von Bodyshape Fitness und alle Interessierten. Heute geht es um ein ganz spannendes Thema. Heute werden wir uns dem Thema Ausdauertraining etwas widmen. Und jetzt sollte sich vielleicht jeder mal hinterfragen, der vielleicht selbst schon ausdauertechnisch ein bisschen unterwegs ist: Warum mache ich eigentlich Ausdauertraining? Oder vielleicht kennt doch jemanden, der Ausdauertraining macht. Was sind dessen Beweggründe, vielleicht ein Ausdauertraining zu machen? Und wenn wir schon an Fragen sind, vielleicht kann sich jeder selbst mal hinterfragen, wie gut ist denn eigentlich meine eigene Ausdauer und woran kann ich das vielleicht im Alltag gut festmachen? Gut, was ist eigentlich Thema Ausdauer? Was ist Ausdauer? Ausdauer kann man relativ gut beschreiben, hat der eine oder andere vielleicht schon überlegt, eine Bewegung, eine Tätigkeit über einen möglichst langen Zeitraum ausführen zu können. Gleiches Beispiel, wir machen den Halbmarathon in Mainz mit. Wenn ich das Ganze schaffe durchzuhalten, kann meine Ausdauer schon mal gar nicht so schlecht sein. Jetzt, vielleicht hat es der eine oder andere auch gemacht, gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, so einen Lauf zu beenden. Das heißt, ich laufe diese lange Distanz mit, diese knappen 20 Kilometer, komme im Ziel an. Jetzt gibt es so verschiedene Möglichkeiten, wie ich mich danach fühle und wie ich mich vielleicht die nächsten Tage auch fühle, je nachdem, wie gut ich schon ausdauertrainiert bin. Der eine oder andere hat vielleicht die Idee auch schon, was da anders sein kann. Ein gut ausdauertrainierter wird nach so einer langen, andauernden Belastung relativ wenig körperliche Beschwerden haben und relativ schnell wieder regenerieren. Der wenig gut trainierte wird wohl längere Zeit brauchen, sich von so einer lang andauernden Beschäftigung wieder zu erholen. Das heißt, Ausdauer ist die Ermüdungswiderstandsfähigkeit. Das heißt, wie lange kann ich was machen, ohne zu ermüden? Und wie schnell bin ich wieder regeneriert, wenn ich eine lange andauernde Belastung endlich hinter mich gebracht habe? Jetzt haben wir eigentlich schon gar nicht aufgelöst, warum machen die meisten Leute Ausdauer? In der Regel, da werden wir nachher noch kurz drauf eingehen, um Gewicht zu reduzieren, um abzunehmen. Aber was ist allgemein im Ausdauertraining eigentlich zu beachten? Damit ich ein allgemeines Ausdauertraining mache, heißt es für mich, Minimum 50-60% meines gesamten Körpers müssen aktiv werden. Das heißt, nicht am Schreibtisch dauerhaft Schulterkreisen, sondern Minimum mal 50-60%. Das heißt, ich gehe laufen, walken, joggen, was auch immer, damit ich diese Anzahl der Muskulaturgruppe mit drin habe. Weiterhin sollte ich 20-30 Minuten so ein Training machen, damit wir wirklich schon Ausdauertraining sprechen können. Und damit ich einen guten Erfolg habe, sollte ich so ein Ausdauertraining mindestens zweimal in der Woche durchführen, damit ich wirklich nachhaltig auch meine Gesundheit und Gehirn verbessern kann. Und da kommen wir nachher auch nochmal dazu, das Ausdauertraining, damit das effektiv ist, sollte auch ein optimalen persönlichen Pulsbereich stattfinden, damit ich da wirklich einen Effekt erziele, der meine Gesundheit unterstützt. Ich hatte schon angeschnitten, viele versuchen über das Ausdauertraining Gewicht zu reduzieren. Und damit der Körper überhaupt so eine ausdauernde Belastung hinbekommt, braucht er ja Energie. Und diese Energie kann der Körper auf zwei Arten schonen. Einmal so, dass er noch gut mitatmen kann, das heißt, dass er noch genug Luft bekommt, noch genug Sauerstoff aufnehmen kann, um so eine Energie sich entsprechend zu produzieren. Das wäre die sogenannte aerobe Energiebereitstellung, das heißt, ich kann noch gut mitatmen, ich kann mit dem Sauerstoff, den ich aufnehme, noch meine Energie bereitstellen. Oder, und ich komme so in eine hohe Belastung rein, dass ich nicht mehr in der Lage bin, so viel Sauerstoff aufzunehmen, das heißt, dann sagt umso schön die anaerobe Energiebereitstellung. Das heißt, ich habe einen höheren Bedarf an Sauerstoff, als ich wirklich aufnehmen kann. Ich gehe eine sogenannte Sauerstoffschuld ein. Das heißt, ich bin nach dem Training relativ erschöpft und muss danach noch ordentlich Sauerstoff wieder aufnehmen. Warum bin ich jetzt so tief auf diese beiden Formen von Energiebereitstellung reingekommen? Was schätzt ihr denn, wie lange ich eine ausdauernde Belastung machen muss, um, wie man so schön sagt, den Fettstoffwechsel aktiv zu bekommen? Was würdet ihr euch da vorstellen? Genau, in der Regel wird gesagt, ich muss Minimum 20-30 Minuten überhaupt aktiv sein,
um den Fettstoffwechsel aktiv zu bekommen. Und jetzt das Schöne für euch alle, das Ganze ist absoluter Unsinn. Deswegen habe ich es unterschrieben mit Mythos Fettstoffwechsel. Der Fettstoffwechsel braucht keine halbe Stunde, bis er aktiv wird, sondern ist das Schöne dran, er ist sofort aktiv, sobald ich etwas unternehme, sobald ich eine sportliche Aktivität beginne. Genauer gesagt, sofort ist falsch. 8 bis 10 Sekunden während meiner sportlichen Belastung werde ich nicht den Fettstoffwechsel aktiv haben. Aber danach setzt der Stoffwechsel direkt ein. Jetzt bin ich 1-2 gewesen hier drin. Ja, setzt der Stoffwechsel sofort ein. Es dauert nur ein paar Minuten, bis er dominant wird. Aber der Fettstoffwechsel ist sofort da und braucht keine 20-30 Minuten. Glück gehabt für die Leute, die etwas kürzer unterwegs sind. Okay, lasst uns also festhalten, jede Belastung hat zur Folge, dass ein Fettstoffwechsel aktiv wird. Ich brauche keine halbe Stunde. Das Einzige, damit ich ein bisschen mehr Kalorien verbrauche, soll ich halt über einen längeren Zeitraum dadurch aktiv werden. Es hat aber als Ausdauertraining schon den Vorteil, dass ich den Fettstoffwechsel aktiviere, eventuell ein bisschen abnehme. Nein, es gibt auch ganz andere Effekte, die ja, einfach man sich mal vor Augen führen sollte, weil die für die allgemeine Gesundheit ganz wichtig sind. Zum einen sorge ich für das Ausdauertraining dazu, dass mein Puls gesenkt wird. Was schätzt denn jeder Einzelne, wie viel oder wie oft sein Herz so in der Minute schlägt? Ja, in der Regel sind es so 60 Schläge in der Minute. Wenn ich dann schaffe, diesen Herzschlag etwas zu senken, dass ich vielleicht statt 60 bis 80 oder 50 bis 60 Schläge hinbekomme, ist es schon ein riesen Trainingserfolg. Über das Ausdauertraining kann ich auch die Sauerstoffaufnahme und Speicherung verbessern. Ich kann meine Erholungszeit verbessern, meine Regenerationsfähigkeit und was jetzt ganz aktuell interessant ist, ich kann auch mein Immunsystem über ein vernünftig dosiertes Ausdauertraining sehr gut stärken. Gerade in Zeiten von Corona, denke ich, ein Punkt, der relativ entscheidend sein kann. Genauso, da kriegen wir jetzt ein bisschen mehr in die Anatomie, Physiologie rein. Die Fließeigenschaften des Blutes wird verbessert. Das heißt, ich kann aktiv auch als Kreislauferkrankung schön über ein Ausdauertraining vorbeugen. Jetzt nur die Frage, und das ist so ein Punkt, wo jeder so seine eigene Philosophie fährt. Wie intensiv muss denn so ein Ausdauertraining sein und wie sieht sowas eigentlich in der Praxis aus? Die meisten, die abnehmen wollen, schneiden sich Schuhe an, mit Stöcken oder ohne, und fangen an loszumarschieren, diese knappen 20-30 Minuten, und haben alle möglichen Sachen im Hinterkopf, was zur Belastungsdosierung wichtig ist. Ich werfe einfach mal in den Raum, laufen ohne zu schnaufen, ich darf nicht schwitzen, ich muss mich unterhalten können, 100.000 Punkte, die da beachtet werden. Und diese Punkte haben alle eins gemein. Das ist völliger Unsinn. Man kann so nicht vernünftig dosieren. Kommen wir zum Punkt, wie wir das gemacht. In der Regel hatte ich schon angeschnitten, ich packe meine Schuhe an die Füße und fange an, erstmal dauerhaft 20-30 Minuten mich in der freien Natur in der Regel zu bewegen. Das heißt, die sogenannte Dauermethode, ich laufe los und mache 20-30 Minuten mit einer Geschwindigkeit, möglichst nicht zu schnell, weil man will ja den Fettstoffwechsel optimal unterstützen. Es ist eine lange Belastung, es verbessert auch wirklich die Fettverbrennung am Anfang. Es ist aber eine Belastung, wo man nachher auch feststellen wird, sehr abwechslungsreich, sehr viel Spaß macht es in der Regel nicht. Und die Trainingseffekte, die durchaus am Anfang da sind, werden irgendwann auch weniger. Was man sich jetzt schon mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten sollte, weil es nachher noch mal kurz Thema ist, wie intensiv ich sowas mache, so eine dauernde Belastung, und da spielt nachher der Puls eine entscheidende Rolle. Und da sprechen wir hier bei dieser Methode, dem dauerhaften mit einer Geschwindigkeit im Prinzip sich fortbewegen, sagen wir, man soll 60-85% von den maximalen Herzschlägen, die der Körper machen darf, machen, von der Belastungshöhe her. Kommen wir gleich zu, gehe ich noch ein bisschen mehr drauf ein. Die Dauermethode heißt, nochmal zusammengefasst, ich mache 20-30 Minuten in einer Geschwindigkeit mit einer Pulsfrequenz, um dadurch meinen Fettverbrennungsprozess
Ausdauer zu verbessern. Ist aber auf Dauer hin gesehen nicht die einzige Methode, auch nicht die einzig beste Methode. Es gibt durchaus auch Varianten, die das Ausdauertraining auch deutlich abwechslungsreicher machen. Das wäre zum Beispiel die sogenannte Wallmethode, wo ich immer wie so eine Art Fahrtenspiel mal eine Phase habe, wo ich mal schneller bin, mal langsamer bin, mal meinen Puls weiter nach oben bringe, mein Herzschlag, mal ein bisschen weiter unten bin. Und welche als Trainingsmethode auf jeden Fall auch im Gesundheitstraining einen großen Part einnehmen sollte. Es ist von der Belastung her ein bisschen höher. Das heißt, hier reden wir von 8-95%, von dem man das Herz maximal hinbekommt. Aber um dauerhaft die Leistungssteigerung hervorzurufen, die ich haben möchte, muss ich auch mal diese Methode zum Einsatz bringen. Man sieht vielleicht schon, Ausdauertraining wird immer so gesagt, ich weiß schon alles, kriege ich alleine hin, brauche keinen Trainer, für was? Es ist vielleicht doch ganz sinnvoll, sich da mal mit dem Trainer zusammenzusetzen und zu gucken, welche der Methoden vielleicht für mein individuelles Ziel da ganz wichtig ist. Es geht jetzt auch nicht darum, dass man sich das alle merken muss. Wichtig ist nur in dem Zusammenhang, sprecht uns als Trainer an, wenn ihr Ausdauertraining macht. Wir geben euch Tipps, Hinweise, wie ihr da am besten arbeitet, ob jetzt hier im Studio oder auch außerhalb, um einen guten Trainingserfolg da zu haben. Abschließen möchte ich mit dieser Geschichte, die ich vorhin angeschnitten habe, wie ist es denn mit dem Puls? Erstmal, um die Geschichte mal vorweg, vielleicht ein Mythos auch wegzunehmen, Pulsmessung kann ich entweder mit diesem Gürtel machen, mit einer Pulsuhr machen, was auch immer. Ich kann es auch selbst mit meiner Hand messen. Klassiker ist immer mit den zwei Fingern am Handgelenk oder an der Hauptschlagader im Hals. Ich zähle in der Regel 20 Sekunden, wie oft mein Herz schlägt, nehme das Ganze entsprechend mal 3 und habe meine Ruheherzfrequenz, wenn ich in Ruhe dann entsprechend gelegen habe. Ich darf übrigens auch mit meinem eigenen Daumen an meinem eigenen Handgelenk messen. Nur bei Fremden soll ich das nicht tun. Nur falls einer gehört hat, mal mit dem Daumen darf ich nicht messen. Während der Belastung soll ich auch meinen Puls im Auge behaben, das heißt, wie schnell mein Herz, mein Motor eigentlich arbeitet. Und da wurde ich ja, da habe ich ja schon angeschnitten, ist es unterschiedlich, je nachdem, welche Methode ich verwende, wie intensiv ich das Ganze machen soll. Ich habe eine total einfache Formel mitgebracht, wie ich so einen optimalen Puls, den ich bei der Belastung habe oder haben sollte, ausrechnen kann. Gleich weggenommen, es sieht viel schlimmer aus, als es wirklich ist. Ich nehme einfach, wenn ich jetzt draußen unterwegs bin, 220 minus 2/3 von meinem Lebensalter, jetzt wird es gleich noch schöner, nehme dann den Ruhepuls weg, das heißt, wie schnell schlägt mein Herz, wenn ich mich nicht bewege, mal diesen Belastungsfaktor, den wir eben hatten, plus mein Ruhepuls. Ihr werdet vielleicht merken, das ist jetzt schon mal ein kleiner Rechenaufwand. Wenn ich es einmal ausgerechnet habe, ist es aber nicht so schwierig. Wenn ich das Ganze mir ein bisschen vereinfachen möchte, und das ist schön hier heute im digitalen Zeitalter, kann ich das Ganze aber auch über Belastungs-Apps entsprechend mir vorgeben lassen, wo ich anhand meines Alters, meines Geschlechts eine Einteilung bekomme, welche Pulsfrequenz ich eigentlich fahren sollte. Hier geht es in diesem Punkt jetzt eigentlich nur darum, achtet auf euer Herz. Ich kann nur empfehlen, aus eigener Erfahrung, auch wenn ihr vielleicht nicht vom Tragekomfort so angenehm ist, nehmt euch einen Pulsgürtel, den ihr um euren Oberkörper rumlegt, um euren Puls während der Belastung im Auge zu behalten, dass ihr euch nicht über, aber auch das, was sehr häufig passiert, euch nicht unterbelastet beim Training. Diese ganze theoretische Einleitung soll euch dahin führen, zu dem Thema, das jetzt auch morgen in der Praxis stattfinden wird. Da geht es nämlich dann auch um das Thema Ausdauertraining, wo wir diese ganzen Punkte ein bisschen unter Berücksichtigung haben. Das heißt, wir werden auch eine Belastung durchführen mit guten 20 Minuten, wo wir immer mal so ein bisschen auch mal schneller, mal ein bisschen was Langsameres machen, um so ein bisschen diese Intervallartikel auch nochmal darzustellen. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Training während unserer Challenge und hoffe, euch bald wieder gesund hier in unserem Studio begrüßen zu dürfen.